just don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose. Tachchen, moin, servus, hi, ahoi, Mahlzeit, ihr Lieben. Ja, Futter ist am Quellen, ziehen, machen, tun. Und falls jemand jetzt gleich wieder denkt, oh Gott, Futter ist aber klumpig. Alles gut, das Futter ist mittlerweile nicht mehr klumpig, ist durchgezogen, ist schön fein, haftet, alles super. Und damit herzlich willkommen zurück vom Wasser. Ja, anhand des Futters habt ihr es schon gesehen. Heute ist Feedern auf dem Programm, Method Feeder, einmal mit Grundfutter, einmal mit Pellets. Und wir sind am Altarm heute, wir in Form von meiner Wenigkeit und lieben Olli, der sitzt da drüben auf der anderen Seite, der alte Hunter, Fischen mit Olli. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, wir sind am Altarm. Mit dem Feeder, so wie hatte ich gesagt, das habt ihr ja auch schon gesehen, Futter ließ es erkennen. Ja, ganz entspannt nach der Arbeit, ein paar Stunden Feedern. Gucken wir mal, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, je nachdem wie es beißt. Eine Plötze hat auf jeden Fall schon ein bisschen eine etwas größere, also die Fische sind auf jeden Fall aktiv. Zumindest gehen wir mal davon aus, ich muss aufpassen, dass ich aufhöre zu ruckeln, weil dann zwackelt es die ganze Zeit bei euch. Hier ist übrigens eine Mücke. Ekelhaft, naja. Ist gut windig, sodass es mit den Mücken überschaubar ist, aber eins steht fest, heute Abend werden sie auf jeden Fall kommen. Ja, so viel also erstmal dazu. Ihr habt gesehen, worum es heute geht. Wie gesagt, mit Pellets und mit Grundfutter. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was hier heute Schönes geht. Ich habe total Lust, weil die letzten Male waren wir vermehrt am Fluss. Fiedern war erfolgreich, hat Spaß gemacht, aber heute haben echt die Finger gekribbelt, weil Olli sagte, er geht zum Altarm eine Runde Fiedern und habe ich kurz überlegt und dachte, könnte ich eigentlich mal mitgehen? Weil wir sind ja so auch immer mal am Wasser, eine Handvoll Mal im Jahr und da hat sich das angeboten. Und ja, da machen wir heute eine ganz entspannte Session und lassen uns mal überraschen, was geht. Aber wir sind wie immer zuversichtlich, dass irgendwo was gehen wird. Und ja. Wie gesagt, viel Spaß und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, Fisch Nummer 3 muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich habe gedacht, jetzt lasse ich euch mal teilhaben. Wir haben schon eine schöne Plötze. Eine Brasse. Hier haben wir noch eine Brasse. Wenn du denn den Kescher willst. Oh. Oh. Gut. Leute. Ich denke, ihr habt es gesehen. Ihr könnt es mir auch glauben. Also das war oder wäre Fisch Nummer 3 gewesen. Schöne Plötze und 2 kleinere Brassen. Also nicht die großen Brassen, wie ihr es teilweise kennt, sondern wirklich so 25-30 cm. Olli hatte jetzt schon eine Plötze und einen Döbel. Döbel nicht wundern, weil dieser Altarm hat Zufluss zum Fluss. Deswegen verirren sich ja auch Döbel rein. Aaland haben wir ja auch schon gefangen. Also ja, das ist auch, ich will jetzt nicht sagen, keine Seltenheit. Das wäre übertrieben, aber das kann auf jeden Fall mal passieren. Ja, also die Fische haben auf alle Fälle Futterplatz angenommen. Es beißt. Das war jetzt der erste Fisch auf Method Feeder mit dem Grundfutter. Die anderen beiden Fische haben auf Pellets gebissen. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass die größeren Fische, große Brassen, Giebel, Karpfen, Schleien den Platz finden. Und ja. Beißt auf jeden Fall, Fische sind aktiv und das ist sehr gut. Olli wirft aus. So, kann ich wieder hinsetzen. So, bin hinter der Kamera, dass ihr nicht denkt, ich veräpple euch. Schaut mal, liegt mal ein bisschen ins Gras, seht ihr die Größe ungefähr. Ja,
Der wird so um die 25 bis 30 haben. So ist das dritte von der Größe. Ja, wie gesagt, größer dürfen sie werden, aber Fisch ist da. Menschenskinder. So, dann die Mückenabwehr ist auch schon wieder aktiv. Habe ich ja schon mal eingeschaltet. Dann mache ich mal noch ein kleines bisschen hoch, dass wir ja nicht die Froschperspektive haben und jeder denkt, der ist fett geworden und hat ein Doppelkinn, sondern lieber ein bisschen Vogelperspektive, wirklich ein bisschen schlanker. Ja, also Mückenabwehr läuft, heiße Phase, wie wir sie immer so schön nennen, hat begonnen. Wir haben es jetzt gegen 20 Uhr. Sodass ja, man sich so ein bisschen erhofft, dass das Beißverhalten jetzt aktuell wieder ein bisschen besser wird. Jetzt ist er ein bisschen nachgelassen. Da hinten war ein richtig schöner großer Fisch. Aber dass es zunimmt und die großen Fische den Weg zum Platz finden. Also man kann ja nicht sagen, dass es gar nicht gebissen hat. Also auf jeden Fall eine Handvoll Brassen, die waren alle so um die 25, 20. 1, 2, 3 Plötzen, ein kleiner Dürbel, also in Summe mit Olli zusammen, aber es fehlt halt noch so dieser Bumm. Ne? Und dann haben wir natürlich mal so ein bisschen in den alten Fotos geguckt, speziell ich. Ich heb sowas ja immer auf. Und dann haben wir mal geguckt, letztes Jahr, na, die Schleie, Giebel, Brasse, war alles so 20, 45, 21 Uhr, 21.30 Uhr, war auch zu der Jahreszeit. Naja, man macht sich ja Hoffnung. So, jetzt mache ich mal die Routen neu. Ihr habt ja mitgekriegt, Matted Feeder, zweimal das Ganze. Ich habe hier meine Tubertini Next Generation. Die hat 11 Fuß. So, das jetzt hier. Naja. Die ist 11 Fuß lang. Da habe ich diese Balzer Allegra Rolle dran. Die kennt ihr ja mittlerweile. Die hat hier diesen Gummischnurclip, der die Schnur dann freigibt, wenn der Fisch ja, Schnur nehmen will, dass auch der Fisch dran ist, wie auch immer, sodass er das nicht mit der Hand lösen muss. Müsst. Bei der anderen Rolle ist das so. Da habe ich meine Diver, die 6000er, Diver Ninja. Da müsste ich es mit der Hand lösen, aber bisher kam es dazu noch nicht, sodass das, ja, ich euch gar nicht so richtig Erfahrung sagen kann, aber ich denke, dass das hier auf jeden Fall funktioniert. Ja, und das andere ist sicherlich Übungssache, wenn es soweit kommt. Aber wie gesagt, war bisher, Holz geklopft, noch nicht so. Ja, wie gesagt, 11 Fuß lange Tubertini Next Generation Legendary Edition. Dann hier die Balzer Allegra dran. Balzer Allegra dran ist eine 6400er, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. So, da habe ich eine mittlerweile 25er Mono drauf als Hauptschnur. So, das funktioniert auch alles super. Habt ihr ja mitgekriegt, dass ich da ein bisschen was geändert habe. Dann lege ich die Rolle mal, die Route mal, die stelle ich mal hier hin. In der Hoffnung, das hält. Ja, das sieht gut aus. So, dann kommt die Schnur. Das ist jetzt auch nichts weiter vor. Als erstes nehme ich von dem tollen Method Feeder Korb. Method Feeder Korb, das ist in dem Fall der fürs Grundfutter. Da gibt es immer so einen schönen Rubber Tube dazu, Gummipinöpel. Also bei den Method Feeder Körben ist das so. Den ziehe ich als erstes auf. Ja, packe ich auf die Schnur drauf, der kann sich frei bewegen. Dann mache ich da unten eine Schlaufe. Die Schlaufe, da kann man den Korb jetzt aushängen, das mache ich mal nochmal. So, mache ich hier unten eine Schlaufe. Ja, doppelten Achterknoten. Und an diese Schlaufe hänge ich dann diesen Method Feeder Flat Korb ein. Ja, hier gibt es oben so eine Öse, kann man den einhängen. In dem Fall sind das 45 Gramm. Warum 45 Gramm? Ich möchte einfach ein schönes Gewicht auf dem Boden liegen haben, dass es einen schönen Selbsttageffekt gibt. Ich die Rutenspitze schön unter Spannung bringen kann und ja, einfach so vom Bauchgefühl her lieber ein bisschen mehr. So, dass das 45 Gramm sind. Wie gesagt, hier oben an der Öse eingehangen. Dann kommt da ein Boot. Nee. Was kommt denn da? Auch ein Schwan. Olli, Mensch. Schon nicht bei, es kommen die Schwäne. So, denn diesen Gummipinöpel runterziehen. Dann könnt ihr den hier draufstecken. Zack. Dann sieht das so aus.
Und hier unten habe ich ein ungefähr 10 cm langes Vorfach dran mit einem 10er Haken. Und an diesem Vorfach habe ich einen 10 mm, 8 mm. 8 mm Zellwafter. Die haben auch Hunger. Schön. Soll ich mal zeigen? Guck mal da. Seht ihr? Aber die suchen das weiter. Der Olli brauchst du keine Sorge haben. So. Also 10 cm lang ungefähr mit einem 10er Haken und einem 8 mm Zellwafter vom Mainline. Immer schön gucken, dass der ganze Haken auch scharf ist. Das ist er noch. Ja, und in dem Futterkorb habe ich noch so einen elastischen Gummischlauch, dass einfach ein bisschen mehr Spielraum da ist, speziell für Kopfschläge, dass die Fische halt, ja, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Spielraum haben und das Ganze abgefedert wird. So, da mache ich jetzt Futter, Grundfutter. Da habe ich wieder das von Sensas, das schöne Grundfutter. Da habe ich noch was über. Das nehme ich heute wieder. Jetzt hänge ich hier vorne im Busch. Gut. Auch sowas gehört dazu. Eine Sekunde. Mann. Immer wenn ihr zuschaut. Ja. So, also, da mache ich jetzt das Futter noch dran. Mache ich mal noch schnell. Kurz dranbleiben. So, bin ich weg. Bin noch da. Futter hier rein in die Mulde. Die Mulde. So, raus hier. So, das ist die Mulde. Ne? Erst den Köder rein, Futter drauf. Dann wird das Ganze festgedrückt und am Ende sieht es so aus. Ja, das liegt dann so am Boden. Das Futter geht rechts und links runter und dieser Wafter ist ausbalanciert, leicht über dem Futter. So, das geht jetzt raus und dann hoffen wir, wie gesagt, auf den besseren Fisch. Hängt, ja. Nee, ich denke mal, vielleicht mal hier jetzt, oder? Wo irgendwie anders schon bist. Ja, diese. Schön. So steckt sie ja. Ach, Leute, dreht euch mal um, weil die Sonne kommt von der anderen Seite. Könnt ihr das auch ein bisschen sehen. Sollt ihr teilhaben. So, nächste Fischart. Schaut mal, ein Giebel. Ja, auch von der Größe her identisch, so um die 20 cm, vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr, aber ja, fischartentechnisch super. Nächste Fischart, Größe, da geht noch was. Untergehende Sonne, echt malerisch. Tja, nur die Fische lassen weiter auf sich warten. Naja, aber gut, das beißt zumindest. Vielleicht ist es wirklich nur eine Frage der Zeit. Ich wollte euch schnell mal noch eine Sache zeigen. Ich hoffe, ihr hört mich. Und zwar, bevor ich jetzt meine linke Rute neu mache. Noch mal kurz was zum Auswerfen. Also, ich weiß nicht, das wird man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig erkennen, weil es schon relativ dunkel ist. Das ist ja die Rute, Rolle, nee, erkennt man nicht. Die Balza Allegra mit dem Schnurclip. Ich habe mir vorher eine Stelle ausgesucht, an der ich angeln möchte. Hab das entsprechend geklippt. Und dann machen wir das wie folgt. Erstmal machen wir einen Korb voll. Korb ist fertig. Dann folgendes. Ja, ruhig ein bisschen hochkurbeln. Und dann habe ich mir gegenüber, links schräg gegenüber, einen Baum rausgesucht. Den visiere ich immer wieder an. Ja. Dann ruhig mit ein bisschen Schmackes auswerfen. Dann merkt ihr, wie das Ganze in den Schnurclip geht, die Schnur. Raus und zack, kurz nachkippen lassen, absinken lassen. Und wenn die Rutenspitze hochtockt, wisst ihr, dass der Köder, also der Korb am Boden ist. Kurz ankurbeln, dann lege ich die ab. So, spanne ein bisschen nach. Ja, dann habe ich eine Rutenspitze, die schön für Spannung steht. Ungefähr 45 Grad Rute, Schnur. Ja, wenn es beißt, geht entweder die Spannung raus oder Rute rum.
Und darauf hoffen wir jetzt. Leute, ich hätte fast schon nicht mehr gedacht, oder wir hätten fast nicht mehr gedacht. Machen wir das Licht aus. Es hat noch ein schöner Brassen gebissen. Nehme ich die Spannung gleich mal vorweg. Jetzt hat er sich gerade ein bisschen beruhigt. Doch nicht. Also der hat echt noch gut Power. Aber er hat auch nicht viel gekämpft. Oh, ich mach mal schnell. Guck mal hier. Schöner, knapp über 50 Brassen. Schönes Tierchen, das Highlight des Tages. Ich hätte nicht mehr dran geglaubt, wir hätten nicht mehr dran geglaubt, aber da ist er. Puh, für den Fisch sitzt man hier stundenlang und freut sich trotzdem wie Schneekönig. Leute, Petri. Heute lasse ich die Kopflampe mal auf, weil die brauche ich gleich noch für den Weg zurück, oder wir brauchen die für den Weg zurück. Jo, das ist also das, was man einen Einpackfisch nennt. Das war tatsächlich der letzte Fisch für heute, auch der beste Fisch für heute. Jo, Olli und ich, wir haben das Ganze schon so ein bisschen ausgewertet. Man hat immer so seine Erwartungen, man hat seine Hoffnungen, man denkt so ein bisschen, ah, könnte heute was werden, aber ich sage mal, so unterste Stufe von Zufriedenheit. Die Brasse hat jetzt noch so ein bisschen was gerettet, das war wenigstens dieser eine schöne Fisch, aber ansonsten, ja, wir haben gut gefangen, wir haben viel gefangen, kleine Brassen, Plötzen, Giebel waren dabei, zwei Döbel, Güster war dabei, also von der Vielfalt her okay, aber man hat doch so ein bisschen geliebäugelt, mal mit einer Schleie, mit einem kleinen Karpfen nochmal, also jetzt nicht bei mir, aber Olli hatte das Glück ja schon in diesem Jahr, ja, mit einem großen Giebel, irgendwie sowas, aber es soll nicht sein, ja, ist halt so. Ansonsten war es heute mal eine kurzweilige Aktion, nicht ganz so lang das Video, aber viel mehr ist auch nicht passiert. Ihr habt gesehen, wie ich es gemacht habe. Method Feeder, einmal mit Grundfutter, einmal mit Pellets. Pellet Feeder, den Futterkorb, könnt ihr euch gerne in einem der letzten Videos vom Feedern angucken. Habe ich schon das ein oder andere mal vorgestellt. Ja, das Futter von Sensas hat auch wieder geliefert heute. Sowohl die Sweet Sticky Mickey Picky Pellets. Ihr wisst, denke ich, wie sie heißen. Ich müsste jetzt gucken. Aber ja, hat auf jeden Fall Fisch gebracht, war erfolgreich. Und ja, so dass wir das Ganze jetzt hier abschließen, uns auf den Weg nach Hause machen und einfach mal schauen, ob es beim nächsten Mal beim Method-Feedern am Stillgewässer wieder besser läuft. Aber das Schöne am Angeln ist, man weiß nie, was passiert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Einen schönen Sonntag, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne an dieser Stelle tun. Ist kostenlos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, Leute, bis zum nächsten Biss. Ich bin raus. Ciao.